Hallo, nein, herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu 7 Days to Die in der Alpha 19.2. Seid gegrüßt, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ein herzliches Willkommen an die beiden neuen Abonnenten von Samstag auf Sonntag. Leider konnte ich nicht sehen, wer es war. Deshalb wäre ganz toll, wenn ihr mir mal einen Kommentar da lasst, damit ich überhaupt weiß, wer so auf meinem Kanal sich tummelt und auch meine Videos schaut und dann auch mal begrüßen kann. Ja, und für alle, die noch nicht abonniert haben, ihr wisst ja, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, eine Anerkennung da lassen wollt, einfach auf den Abo-Button drücken. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, einfach mal die Glocke läuten. Und ihr könnt natürlich auch einen Kommentar und ein Däumchen da lassen. Wäre super toll. Okay, gut, legen wir los. Wir haben gesagt, wir fangen hier an. Ich muss nur noch mal eben, fällt mir gerade ein, zum Auto. Ich habe jetzt dem Händler einige Sachen verkauft. Wir haben also nur bedingt Stackplätze frei noch. Bedeutet, wir können jetzt auch nicht alles mitnehmen, was wir finden, leider. Oder wir müssen uns eine Kiste bauen, aber ich weiß, ich hole die Kiste sowieso niemals ab. Von daher kann ich mir dann mit der Kiste, glaube ich, auch direkt schenken. So, gut, repariert haben wir, nachgeladen haben wir alles, wunderbar, dann gehen wir rein. Und dann schaue ich mir mal das Gebäude an, weil, wie gesagt, das Gebäude kenne ich noch nicht. Hölle! Hölle! Oh ne, der ist grün. So. Zupi, zupi. So. Genug? Genug. Noch nicht genug. Jetzt genug. Ja. Nicht böse sein, du warst sowieso schon tot. Ich hab dich nur von deinem Leiden erlöst, untot durch die Welt zu laufen. Hallo? Ja, ach, den Kaffee trinken wir, komm. Zack. Gut, Essen nehmen wir natürlich auch mit. Da ist nichts mehr. Da geht eine Treppe. Gehen wir auch direkt hier schauen. Ja, mit Donner erwischt. Fällst du wohl um? Mann! Jetzt ist aber gut. Ein Elektroschocker. Die Kasse ist noch zu. Ja, ein bisschen Kleingeld nehmen wir auch mit. Mal gucken, was hier noch drin rumfliegt. Wohl nicht so viel. Ja, Wochenende leider vorbei. Bei mir ist jetzt Sonntag. Ihr bekommt die in der Nacht von Freitag, von Sonntag auf Montag die Folge. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Start in die Woche, einen entspannten schönen Start in die Woche. Und bleibt mir auf jeden Fall auch gesund. Den hätten wir auch. Oh, da könnten wir eigentlich... Habe ich kein Messer dabei, ne? Kein Messerchen dabei. Vielleicht finden wir eins. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, toll. Alles leer. Alles leer hier. Was ist denn das? Was hat für Waffenladen? Ja, er hat nur... Die sind nicht leer. Der hat nur blöde... Hitpoints hier. Oh, Mist. Müsste ich nochmal zum Auto? Ah ja. Gut, da waren wir. Dann Jon war wieder ruf. Was machst du hier? Schimmliger kleiner Freund. Oh. So.
Müll gucke ich auf jeden Fall immer durch, weil es könnte Messing darin stecken. So. Na, Freunde der Nacht. Wo sind sie denn? Ich kann sie hören, aber ich kann sie nicht sehen. Ich laufe mal andersrum. Ich wollte gerade sagen, die kommen bestimmt alle von der anderen Richtung. Dann laufen wir hier nur eine Stunde im Kreis. So. Und Messing hat mal gesagt, nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Ja, komisch. Jetzt heute geht auch wieder die Tonanimation vernünftig. Ja, ich nehme auch mit. Wasserspender brauchen wir nicht zwingend, ne? Na, noch so ein kleines Lämpchen? Nein. Schauen wir mal, was wir in der Küche haben. Na, kann hier bleiben. Kann auch hier bleiben. Wasser können wir auch hier lassen. So langsam werden wir wählerisch. So. Auf ins Dach und dann haben wir ja noch den ganzen anderen Teil da drüben. Na? Na, 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 na? Na komm schon, kleiner Mann. So. Schnell geklärt die Situation. Zwei Stück. Oh, zwei auf einen Streich. Was haben wir hier? Eine Fünferkeule müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Aus der Steinzeit Holzkeule sind wir Gott sei Dank raus. Nicht so schnell. Schön unten. So, immer unten bleiben. Hast du noch einen Aktenschrank? Ja, Papier nehmen wir mit. Nein. So. Ah, mir juckt's. Einen Moment. Ah, so. Ja. Okay. Muss ich mich hochframen? Muss ich mich wohl hochframen? Dann gehen wir erst da aufs Dach, gell? Na, kleiner grüner Schimmliger. Ja, toll. Er lebt noch. Oh, den Rest nehmen wir mit der Keule. Ich dachte, ich könnte lautlos töten. Auf die Finger, kleiner, dicker. So. Na komm. So. Jetzt wollen wir mal eben gucken, was geben denn die Solarpanels. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass wir zwingend bräuchten. Aber die Klimaanlagen gaben Messing, ne? Ja. Herzlichen Dank nochmal für den Tipp mit den Klimaanlagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Aber ihr seht, ich habe es mir gemerkt. So, und jetzt geht's hier runter. Hohoho. Na komm, na komm. So. Jetzt rennen die da unten rum, ist doch nicht wahr. Hier ist aber nichts, ne? Oder? Ah, ein bisschen Munition.
Die nehmen wir natürlich dankend mit. Ja, sonst war hier nichts. Komm, dann holen wir uns den hier eben. So. Ey, ich komm schon, bleib liegen. Entspann dich. Du auch. So. Aber irgendwie... Irgendwie... Finde ich hier, sehe ich hier gar kein Hauptloot. Oder habe ich den jetzt wieder mal übersehen? Na, mein kleiner Freund? Oh, aus der Ecke. Erstmal hinterm Vorhang gucken. Naja, komm, die nehmen wir mit. Davon haben wir schon welche im Auto. Davon auch. Und Messing ist nun mal eben Muss. Gut, noch ein bisschen Essen. Ja, dann hätten wir, glaube ich, die Butze hier erledigt, gell? Schauen wir mal da drüben rein. Tankstelle ist gut. Ich habe so viel Benzin habe ich nämlich nicht geholt. Das reichte, glaube ich, gerade für 20%. Aber ich bin auch schon wieder fast voll, ne? So ein Ärger. Ja, ja. Lass mich erst aufhacken hier. Dann komme ich rein und dann können wir uns unterhalten. Scheiße. Na, nicht immer hauen, Mensch, ich muss mich doch heilen. So. Das lassen wir hier mal. So, vielleicht finden wir ja einen Bauplan. Ach, wäre das schön. In Elektro, für Elektroteile, das wäre doch... Garagentor wäre ganz gut. Ein elektrisches Garagentor. Ein Truckteil, ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit, der Truckteil. Können wir uns einen zweiten Truck machen. Wenn er schon geschenkt ist, dann, oder? So, mal gucken, was schmeiße ich noch raus. Ja. Den lassen wir auch hier. Militärstoff könnten wir mitnehmen, ne? Nitrat können wir auch hier lassen. Den auch. Na, Moment, Moment, Moment. Ich habe doch eben, genau, doofe Gläser eingepackt. Da habe ich da lieber Getränke für mit. Dreckiges Wasser brauchen wir auch nicht. Dann gehen wir mal aufs Dach. Na? Oh. So. Auch geklärt die Situation. Taschenmod. Ich würde sie gerne mitnehmen, aber... Noch eine Dreier-Tasche. Da muss ich jetzt gleich mal überlegen. Da, noch ein Trackteil. Ich sag ja, wir können uns einen Track bauen. Das sind mal die Schuhe für hier, ne? Meine Güte, war wäre ja am Anfang glücklich gewesen, wenn ich... Da haben wir auch genug von. Wenn ich die am Anfang gefunden hätte. Metallkettenmod, die können wir da über den Knüppel legen, ne? Muss man eben gucken. Den Kaffee können wir hier lassen. Gucken wir mal eben. Ich meine, da ist noch... Ne, ist leider kein Platz mehr. Ah, wie doof. Aber den nehmen wir trotzdem mit, weil die habe ich, glaube ich, noch nicht.
So, und jetzt schmeißen wir raus. Komm, die können wir essen hier. Dann nehmen wir die Taschenmod noch für mit. Meinen Rest ist natürlich auch eine Schande dazulassen, aber ihr seht ja selber, ich habe keinen Platz mehr. Und eigentlich wollte ich mir auch nur die Häuser angucken und reingucken und schauen, ob ich was Brauchbares, na komm, an Bauplänen finden kann. Mein gut, Essen ist natürlich immer nicht zu verachten. Naja, gut, für ein leeres Glas. Muss ja noch eine Etage drüber sein, oder? Da muss doch noch was drüber sein. Ne, das ist nicht da oben, ist der Boden. Okay. Da oben ist aber was. Ich kann's riechen. Ne, hab's geahnt. Ich hab's geahnt. So. Was wollte ich so sagen? Naja, komm. Warum umständlich, wenn die doch einfach geht? So. Oh, ein 6er Hammer. Und noch ein taktisches Sturmgewehr. Oh. Den nehmen wir mit. Und den nehmen wir auch mit. So. Ja, gehen wir da rein und dann fahren wir bis zum letzten Haus, würde ich sagen. Und dann machen wir uns an die Base. Na? Oh. Kommt davon, wenn man so hastig, gierig aus dem Räumchen geht. So. Und eine komplette Werkbank. Hier hätten wir viel, viel früher reingehen sollen. So ziemlich am Anfang. Ja. So, jetzt mal gucken. Der gibt Messing. Der gab kein Messing. So. Na komm. Ja, ich weiß, die Axt wird schneller gehen. Ich war zu faul zu wechseln. Dich im Urlaub dahin gerafft, hä? So, das Bücherregal. Papier. Mein Papier ist natürlich auch gut, aber... Nö. Schlecht geschlafen, ne? Oh, zwei Erdnuckel. So. Ich hatte so gehofft auf diesen Bauplan. Es ist nur Schande, aber was soll ich tun? Ich kann die Spitzhacke mitnehmen. Ah, Mündungsbremse. Oh, da ist ein Messer, ein 6er. Kommen die Vitaminpillen raus. Das 6er Messer rein. Was ist denn hier mit? Ist auch schlecht, aber die Mündungsbremse würde ich gerne mitnehmen. Schauen wir uns da Blei für raus. So, ne? Den Rest können wir hier lassen.
So, dann gehen wir noch drüben rein. Fenster oder Tür? Fenster. Na, mein Freund, auf die Knie, so. Oh, den muss ich mir nochmal angucken. Aber von oben, nein! Ich wollte doch nochmal gucken. Nicht so schnell, nicht so schnell und nicht schlagen, so. Sind wir genau verkehrt rum rangegangen, ne? Na egal, der Weg ist das Ziel. Oder das Ziel der Weg. Haben wir noch? Ah, ja. Ich glaube, viele sind es nicht mehr, glaube ich. Viele dürften es nicht mehr sein. Und ich sehe mich schon. Ich sehe mich schon hacken. Ah, es sind nur 5000, da geht er relativ zackig. So, und... Und die Handgranate. Die habe ich auch noch nie ausprobiert. Das müssen wir gleich unbedingt mal ausprobieren. Das Ding. So, super. Ist der mit runtergefallen oder weggebackt? Mit runtergefallen ist er auf jeden Fall nicht. Okay, ich versuche es nochmal. Dann ist er, glaube ich, despawned. Schade. Sollen wir das Fass erschießen? Nee, ne? Ist despawned. Schade. Den hätte ich natürlich noch gerne mitgenommen. So, jetzt müssen wir einen Handgranatentest machen hier. Hoffentlich jage ich mich mit dem Ding nicht selbst in die Luft. So, wo können wir denn? Da durchs Fenster, ne? So. Ich habe vergessen, den Spind zu ziehen, oder? Klares Ja. Es knallt nicht, wenn ich es aufnehme jetzt. So, und jetzt aber ab. Und? So, mal gucken, was sie für einen Rums gemacht hat. Oh ja. Hält sich in Grenzen, ne? Oh, Papier. Nehmen wir mit. Aber nicht schlecht. So, dann wollen wir uns mal auf den Rückweg begeben. Ich sollte aber eventuell... Ich guck mal eben ins Auto rein. Schon wieder leere Gläser. Sporttasche. Ja. Müll. Kein Messing. Guck mal, ob ich was decken kann, weil ich müsste Benzin haben. Ich bräuchte ein bisschen wenigstens noch. Ein kleines bisschen Benzin bräuchte ich noch. Ach, perfekt.
So, dann nehmen wir das um die Ecke noch. Dann haben wir genug, kommen wir auch locker mit nach Hause. Ah, hier ist noch ein Garten. Schau an. Da gucken wir noch eben rein. Manchmal verbergen sich da ja natürlich auch Schätze. Gerade Müllcontainer, ein bisschen Messingnägel. Naja. Benzin ist auch gerne gesehen. Und Viererschraube aber. Ach doch. Haben wir da den Platz? Haben wir. Na hier. So. Jetzt aber. Ab nach Hus. Ausladen. Und dann die Base fertig machen für die Hordennacht. Ja, und wie gesagt, die 100. Folge kündige ich dann aber nochmal an. Machen wir einen schönen Livestream draus. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Zeit habt und reinschaut und zuschaut. Und ich suche mal eben mein Zuhause, ist in die Richtung. Und wir da die 100. Folge zusammen im Livestream machen können. Wir sind jetzt bei Folge 82, 83, also 17 Folgen noch. Also in 17 Folgen heißt in 17 Tagen ab heute. Ist dann schon mal so eine Art Ankündigung für den Livestream. Werden wir die 100. Folge dann quasi zusammen hoffentlich im Livestream machen. Und dann so als mal schauen, Open-End-Livestream, bis wir keine Lust mehr haben. So, jetzt gehe ich aber mal eben aufs Dach hier. Habe ich noch genug Plätze? Zum Ernten kann ich noch stacken? Ja, ich gehe mal eben ernten da oben. Sonst wird das nie was. So. So, die Seite noch. Die guten Kürbisse. So. Dann könnt ihr wieder wachsen, meine kleinen Pflänzchen. So. Oh, ich hab die Pest oder die Cholera. Muss Antibiotika nehmen. So. Nicht über das Motorrad fahren und nicht vor allen Dingen über die Schränke. So. Zack. Gut, dann können wir mal die Pflänzchen wegbringen hier. Sudele. Pilzchen. Baumwolle. Kaffee, Kürbisse, ja, wir müssen noch ein paar Beete dazulegen, glaube ich. So, mal die Mutz eben weg. War schön, wenigstens schon schön ausgeladen haben hier. So, der kommt zu Werkzeug hier, zack. Und Motor. Getriebe, dann packen wir auch die Autoteile direkt rein. So. So, wie gesagt, wir müssen unbedingt eine Händlertour machen, aber das werden wir dann nach der Hordennacht, werden wir anfangen, den Sechser haben wir nicht mal mit, werden wir anfangen, Sachen zu verscheuern und dann natürlich unseren großen Ausflug mit dem Gyrocopter machen, damit wir
Oh, hier habe ich auch noch nicht aufgeräumt. Dumm. Damit wir uns die Karte auch noch angucken können. So, Motor noch. So. Gucken wir mal eben. Nein. So. Die mal eben rüber. Zack. So, die Kühler da rein. Den rein. Den hier da rein. Die Lenkgläser, na da, die Frames erstmal wieder nach hier. So, mal eben gucken. Was kommt denn hier? Die Scheinwerferöl kommt da rein. Die Parts kommen da rein. Nach hier. So. Da haben wir nichts im Augenblick. Na, falscher Schrank. So, die hier rüber. Dreckiges Wasser. Die benutzen wir sofort. Die sind schon voll. So, dann haben wir noch Werkzeug, behalten wir da. Packen wir mal an den Rand. Noch ein paar Sachen für den Händler. Der hier. Oh, voll. Ich glaube, hier war noch. Genau. Der geht zum Händler, der geht zum Händler, der und der. Ich glaube, die habe ich auch voll. Packe ich den mal mit da rein. So, die Mods nach da. Oh, da nimmt gar kein Ende. So, einschmelzen. Nochmal an die Essenskiste. Ah ne, der Honig, der kommt da hinten rüber. Der kommt mit hier rein. Kartoffelsche. Aloe Vera. Oh, die Nacht bricht an. So, und dann der und die hier. Ne, hier war das, glaube ich, ne? Ja. Die Nacht da. So, was bekommt denn hier noch der Händler? Den hier. Den halten wir mal noch für uns. Den halten wir auch mal für uns. Noch einer für die Reserve. Munition bleibt auch hier. So. Rohre, Mods, Feder, gut. Mod, Teile. Ah, haben wir hier noch Platz für eine Schiene? Ah. So, und dann kommt die Schiene da rein. So, zack. So, dann die Sachen darüber und dann noch einmal und dann haben wir alles leer.
Holz mal mit nach da. So. Oh, Leder haben wir noch. Und Sprit erstmal nach da. So. Letzte Fuhre. Und dann wieder Auto packen. So. Die kommen auch da rein. Zack. Und dann die Klamotten erstmal. Papier. Sudele. So. Essen weggeräumt. Tee weggeräumt. Jetzt noch die Mods weg, die Sachen zum Händler und dann haben wir es geschafft. Oh, kein Platz mehr. Geld, ups, Entschuldigung. Das Geld würde ich natürlich definitiv gerne in eine Kiste packen. So, dann kommt das da rein und die anderen Sachen hier zu den Waffenteilen und Mods. Zack, 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 zack. Der ist auch schon voll hier, oder? Ja, noch nicht ganz. Gut, haben wir alles. Perfekt. Dann kann ich mich jetzt ausrüsten für die Base. Ich werde noch ein paar Elektrozahnpfosten bauen für die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn ihr einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen, euer Dexter. Bye, bye.